Mein Ziel ist eigentlich, so viel wie möglich altes Material zu verwenden. Also alte Kleiderschränke, die man auseinandersägen kann oder irgendwelche Bretter, die irgendwo herumstehen. Manchmal hat der Nachbar was oder man findet auch etwas im Sperrmüll. Hauptsächlich, es kann wiederverwendet werden und muss nicht weggeschmissen werden. Ich habe hier ein paar Bretter gefunden, die genau die richtige Länge hatten, also 2 Meter mal. Sonst kann man sie auch im Baumarkt kaufen. Am besten nimmt man Baustellenbretter, die sind relativ günstig. Man braucht dazu 4 Bretter, die 10 cm breit sind, 2 Meter lang und 3 cm dick. Sie müssen unbedingt 3 cm dick sein, weil alles, was dünner ist, würde sich dann beim Sitzen durchbiegen. Des Weiteren braucht ihr 3 Bretter, die 12 cm breit sind, 1,50 m lang und wieder 3 cm dick. Die Sitzfläche der Bank soll 40 cm betragen, die Länge 1,50 und die Dicke, wie gesagt, 3 cm. Ich habe hier schon vorweg etwas abgeschliffen, da die Bretter früher lasiert waren. Das gefällt mir natürlich nicht. Außerdem soll die Sitzfläche glatt poliert sein, damit man nicht mit den Kleidungsstücken hängen bleibt. Ich habe sie also schon vorpoliert mit Schleifpapier Nummer 80 und werde sie dann später noch einmal feinschleifen mit einem 240er Schleifpapier. Diese dünneren 10 cm breiten sind nachher für die Rücklehne, für die hinteren Beine mit der Lehne und auch für die vorderen Beine. Die Originalbank hat 4 solche Latten a 10 cm. Leider hatte ich keine und da müssen die Abstände ein wenig größer sein, aber das spielt ja keine Rolle. Ich mache dann die Abstände so auf 2 cm. Die Sitzfläche ist fertig geschliffen. Man sieht hier deutlich die kinderfreundlichen Kanten. Wenn man Möbel selber macht, dann denkt man automatisch an die Kinder. Vom 2 Meter Brett der Rücklehne blieben ja 50 cm übrig. Davon schneidet ihr jetzt 42,5 cm ab. Ich habe das hier schon getan. Und dann seht ihr, legt ihr den Winkel nebenan und auf der rechten Seite schneidet ihr schräg 2 cm nach oben. Und auf der linken Seite dasselbe, allerdings hier etwas weniger, hier nur 1,6 cm. Das gleiche macht ihr zweimal. Dann kommen wir zum Brett, an dem die Rückenlehne befestigt wird. Das wird ja schräg eingesägt. Die Gesamtlänge ist 79,5. Die Schräge ist 6,5, beginnend hier nach 3,5 cm und endet hier bei 45 cm. Okay, wir haben, um es zu verdeutlichen, die hinteren Beine mit den Armlehnen. Das sieht man ganz schön an der zweiten Bank, die eigentlich noch gut erhalten ist, die ich aber auch neu machen möchte. Und die vorderen Beine. Was jetzt noch fehlt, ist dieser mittlere Teil, also die Stütze der Sitzfläche. Die liegt jetzt hier von der kaputten Bank. Die wollte ich eigentlich nicht erneuern, weil sie noch gut ist. Aber um es euch besser zu verdeutlichen, nehme ich die jetzt auch auseinander. Lange 6er Schrauben. Okay, dann der mittlere Teil. Abmessen 99,5 cm. Was für ein Maß. Aber ich will natürlich die genau gleiche Bank noch einmal haben, wie die, die ich hatte. Okay. Dann nehmen wir dazu den Winkel, damit wir genau eine gerade Linie erhalten.
Dann die Seitenteile. Die sind genau 49,5. Die Schräge werde ich gleich noch ausrechnen. Ich säge mal jetzt zuerst dieses Stück ab. Mal zwei. Also zwei solche Stücke. Dann beidseitig 1,5 absägen. Das Ganze sieht dann so aus. Ganz schön krumm. Wenn das mal gut geht. Dann an beiden Teilen genau 8,2 cm abmessen. Das wird danach eingeschnitten. Genauso wie es hier eingeschnitten war im Original. Man muss darauf achten, dass es wirklich 8,2 ist und keine Millimeter mehr, sonst steht die Bank danach schief. Also da war ich jetzt echt überfordert, wie ich dieses Stück hier aussäge. Ja? Ich habe dann beschlossen, dass ich 1,5 cm wegsäge. Und nach langem Nachdenken bin ich zum Schluss gekommen, dass ich das so anzeichne hier. Und dann hier bis zur Hälfte, bis zur Anzeichnung einsäge, also bis hierhin. Ja. Und dann auf der anderen Seite genau das gleiche mache und dann von hinten her bis in die Kante hier reinsäge. Okay, mache ich das mal. Ich bin überrascht, es ging besser als ich dachte. Es ist fast gerade. Dann würde ich ein bisschen nachschleifen und dann passt das, hoffe ich mal. Dann mache ich jetzt die zweite Seite. So, alle Teile sind fertig. Hier die Gesamtübersicht. Vorne links mit den abgeschrägten Kanten sind die Hinterbeine mit den Rücklehnen. Dann in der Mitte die Vorderbeine, dann rechts die Verstrebungen unter der Sitzfläche. Gestern habe ich noch die eine Seite lasiert. Man sieht sehr schön, wie durch dieses Produkt die Struktur des Holzes erhalten bleibt, also nichts zugedeckt wird wie bei Farbe. Und hier der Unterschied zum noch unbehandelten zur Rückseite. Ich habe dieses Produkt verwendet, dieses Holzöl für Hausen. Ihr könnt natürlich auch etwas anderes verwenden. Ich hatte dies und musste somit nichts bezahlen. Es ist stark wasserabweisend mit Abperleffekt. Ich habe schon mehrere Möbel mit damit behandelt und muss sagen, es ist wirklich etwas Gutes. Man kann alles draußen stehen lassen und es hält ziemlich lange. Dann über Nacht habe ich den Pinsel in eine Plastiktüte gepackt. Frauen sind sparsam. Zudem wollte ich keine Chemikalien verwenden, um den Pinsel zu reinigen. In der Plastiktüte bleibt er manchmal bis zu 14 Tagen frisch. So, die Lasur ist gut getrocknet, dann können wir die Bank langsam zusammenschrauben. Der mittlere Teil, den habe ich hier schon angezeichnet. Die Schrauben kommen rein bei genau 24,5 cm. Und ich verwende dazu die alten Schrauben von der alten Bank. Die sahen noch relativ gut aus. Es ist darauf zu achten, dass dieses ausgeschnittene Stück hier nach außen zeigt, mit dem Winkel nach rechts oben. Nun muss noch für das Vorderbein diese Stelle hier ausgesägt werden. Dazu misst man ab, 10 cm von hier, dann hält man das genau hin, so dass es oben stimmt, und macht hier unten einen Strich. Dann misst man ab, noch einmal hier 1,5 cm und sägt dieses Stück hier aus, genauso wie es an der Originalbank war. Das mache ich jetzt schnell. Das Ganze sieht dann so aus. Okay, nun wird zusammengeschraubt. Nun kommt dieses Stück hier, das ich hier ausgesägt habe und lasiert, auf die 10 cm Markierung hier. Die Löcher habe ich schon vorgebohrt mit einem Bohrer Nummer 8, weil die Schrauben, die ich hatte, die sind ja auch die Nummer 8. Die Recycling-Schrauben von der alten Bank, die werde ich wieder verwenden. Okay. Dann bohre ich hier mal vor. So sieht nun das halbe Teil aus.
bald ist sie fertig, die Bank. Wenn alles schief und krumm ist, zeige ich das, euch das natürlich nicht. Dann die Rücklehne anschrauben. Und zwar hier genau bei 32 cm. So. Mit diesen Recycling-Schrauben. Dann festzurren unten und wir kommen schon zum nächsten Schritt. So, nun hätten wir das Rohgerüst und jetzt schreiten wir zum schönsten Teil, nämlich zu der polierten Fläche, der Sitzfläche und der Rückenlehne. Die Bretter für die Sitzfläche stehen links und rechts 20,5 cm ab. Dasselbe gilt natürlich auch für die Rücklehne. Ich nehme hier 5 60er Schrauben. So, die Bank ist fast fertig und nun zeige ich euch auch, welche Fehler ich gemacht habe, damit ihr nicht die gleichen macht. Hier zum Beispiel habe ich ungenau gearbeitet wegen diesem Astloch und deshalb muss ich hier noch ein Stück absägen und es dann schleifen und neu lasieren. Dann habe ich zusätzlich noch Schrauben reingedreht hier. So, diese Seite, diesen Fehler habe ich behoben hier. Abgesägt. Und jetzt stört mich natürlich die andere Seite, die ich vorhin als gar nicht so schlimm empfand. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, dass es doch auch noch ein bisschen abgesägt werden kann. Das ist meine neue Gartenbank. Ich bin richtig stolz. Ich finde, sie ist sehr schön geworden. Die Fehler habe ich ausgebügelt. Sie kann sich also wirklich sehen lassen. Ich hoffe, nach meinen Anleitungen ist es einfach für euch, eine Bank nachzubauen. Falls ihr noch Fragen und Probleme habt, vielleicht habe ich ja was vergessen, bin ja nicht vom Fach, dürft ihr mich jederzeit anschreiben. Hier noch einmal die alte hässliche Bank, die mir als Vorlage gedient hat, und meine neue Gartenbank. Viel Vergnügen wünsche ich euch beim selber Gartenbank bauen. Wir Frauen können nämlich alles auch, vielleicht sogar besser. Tschüss!